Hallo liebe Minecraft-Freunde von nah und fern und willkommen in Folge Nummer 50, sollte es jetzt sein, Folge 50, wenn ich mich nicht verrechnet habe, der Wahnsinn, wow. What? Die Folge fängt gut an, Freunde. Mein Gott, nee, was hab ich denn dafür? Hab Besucher hier bei mir, das ist ja unglaublich. So, die Folge fängt gut an, wollte ich sagen, weil wir machen jetzt nämlich was richtig Geiles, nämlich so wie wir uns schon verabredet haben gestern in der Folge 49, als ich gesagt habe, komm, wir kümmern uns einfach mal um dieses richtig mega geile Angelhaus da unten. Da haben wir jetzt richtig Bock drauf, das hat sich's einfach verdient. Ich habe mir ein bisschen, ihr seht schon, hier so ein bisschen Zeug da mal eingepackt ins Inventar und da werden wir jetzt mal sowas richtig Cooles irgendwie bauen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie wir das machen wollen. Also, erstmal ist die Frage des Ortes, wo wollen wir denn das machen? Ich habe mir so gedacht, oh, ich baue erstmal vor hier. So, machen wir mal da. Ich würde so sagen, hier bauen wir so ein Türmchen auf. Also hier so genauso. Das, glaube ich, finde ich ganz gut. So, da bauen wir jetzt als allererstes mal ein Fundament dahin. So, und das baue ich mir einfach mal hier aus diesem polierten Zeus hier. Habe ich mir mal so ein bisschen mitgebracht. Das heißt, den nehmen wir jetzt wieder weg. Ja, so, so sieht man wahrscheinlich später sowieso nicht, aber egal, von unten sieht man es ja. Und da soll jetzt das Türmchen hier nach oben. Und dieses Türmchen, was ich da nach oben bauen will, das möchte ich gerne aus tatsächlich hier diesem, ja, ich überlege gerade, ob wir aus Stämme machen wollen oder, ich glaube, aus Stämme könnte auch gut aussehen, deswegen nehmen wir einfach mal aus Stämme. Ich gucke mir das gerade mal eben an, so. Ja, das sieht gut aus. So, 2, 3, 4, 4 ist auf jeden Fall völlig ausreichend, das ist nämlich genau die gleiche Höhe wie hier, die ist optimal, wie ich finde. Und hier bauen wir dann jetzt quasi ringsrum. So, das machen wir mal eben. Dafür brauche ich aber die Fichte, die habe ich mich extra mitgenommen. So, und jetzt machen wir Folgendes, weil da müssen wir ja irgendwie hoch. Also, hier einen hin. Da einen hin. Da einen hin. Da einen hin. Da einen hin. So, den nehmen wir jetzt weg. Dafür kommt da einer hin. Dahin, dahin. Und somit ist die Sache schon mal geschlossen. Toll. So, das können wir jetzt abbauen. Das brauchen wir nicht mehr. Das ist jetzt nicht mehr so erforderlich, weil wir haben ja jetzt hier unser neues Türmchen. Und das wird auf jeden Fall überdacht sein. Das wird richtig cool aussehen. Da können wir auch bei Gewitter draußen stehen und im Regen. Alles kein Problem. Habe ich eine Schaufel bei? Natürlich nicht. So, jetzt bauen wir das erstmal ab hier. Komm. Also mal alles abbauen. Ja, das holen wir uns dann später nochmal, das Zeug da. Dass wir hier nicht runterfallen. Ah, das ist mal überflüssig. So, hier können wir erstmal nochmal so ein Teil da ranbauen übrigens. Hier auch. Zack. Das kann weg. Das kann weg. So. Gut, dann haben wir das schon mal soweit geregelt. Jetzt sieht es hier noch ein bisschen komisch aus. Warum sieht es komisch aus? Weil da jetzt hier genau. Weil da kommen wir ja dann hoch. Ich würde sagen, das ist ein bisschen klein. Deswegen gehen wir jetzt nochmal eine schöne Runde hier rum. So, da sollen zwei Abstand sein. Hier jetzt auch zwei. Zack, zack. Und dann machen wir hier auch nochmal zwei. Zack. Was ist jetzt los? So. Genau, dass wir da so eine schöne Plattform haben. So richtig schön massiv. Hier natürlich genau das Gleiche. So. Zeig mal her. Jetzt haben wir ja schon ein bisschen größer eine Plattform. Ne? Das sieht schon mal ein bisschen toller aus. So, und ich würde sogar sagen, Freunde, wir können sogar noch eine Runde da rumgehen. Diesmal möchte ich allerdings, dass es von unten so ein bisschen anders aussieht, das Design, möchte ich dann so dementsprechend verändern. Das heißt, wir bauen uns jetzt auch als allererstes mal hier so ein Crafting-Table hier hin. Den habe ich extra mitgebracht. Und zwar entscheide ich mich, den mal für hier hinten hinzustellen, weil, ja, da brauche ich den eigentlich gerade gar nicht. So, dann mache ich mal dahin. Und jetzt mache ich mir nämlich hier mal eben ein paar von diesen Teilen hier. Ich hoffe, das reicht. So, dann fange ich jetzt auch gleich mal hier an, das da so hinzusetzen. Also einmal daran. Eine Runde rum. Zack. Ja, auch nochmal rum. Ich glaube, das reicht gar nicht. Kann sein, dass wir da nochmal ran müssen. So. Oh ja, da müssen wir, glaube ich, nochmal ran. Oh, den habe ich auch noch verbaut hier. Oh, den werde ich gar nicht kriegen. Naja, mal gucken, vielleicht kriege ich ihn. Ich habe sogar eine Axt bei. Ja, den habe ich gekriegt. Super. So, ändert aber nichts an der Tatsache, dass ich noch ein paar brauche. Müssen wir nochmal kurz ein bisschen hier... Ja, ein paar möchte ich auch noch so aufheben. So, okay. Dann machen wir hier erstmal den ja nochmal ran. So. Jetzt hier, 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 hier.
Und der letzte auch noch. Da und da. Perfekt. Gut. Hier würde ich vorschlagen, dass wir hier einfach mal an den Ecken immer so einen hinsetzen. So. Und da. Und da. Genau. Oh, der Marcel ist online. Guck an. So, und jetzt baue ich mir hier aus diesem Zaun, den habe ich mir auch extra mitgenommen, so einen Zaun. Und dann machen wir jetzt Folgendes. Dann machen wir jetzt hier einen auf den hier. Moment, ich antworte mal kurz. Hi. Zack. So, und jetzt können wir da auch nicht mehr runterplumpsen. So, hier machen wir einen darauf. Ich hoffe, das reicht. Das reicht locker. Dann machen wir da einen rauf. Dann machen wir einen darauf. So. Ja, das ist doch schon mal was, ne? So, und hier können wir zum Beispiel... Wie sieht denn das so komisch aus hier? Na, das sieht ein bisschen merkwürdig aus, aber okay, das ist halt ein bisschen enger. Komm, da stellen wir jetzt auch nochmal einen Räucherofen hin. So, ja. Und da kommt jetzt eh gleich ein Dach rüber. So, aber vorher machen wir hier erstmal nochmal einen jeweils rauf. Das wird jetzt ein bisschen tricky. Warte mal, das müssen wir so machen. Zack. Dann gehe ich mal kurz hier rüber. Dann machen wir da einen rauf. Dann machen wir da einen rauf. So. Jetzt habe ich mir hier so ein Zeugs mitgenommen. Das ist auch gut. Das werden wir jetzt nämlich hier rüber packen. Eins. Da kommt jetzt nämlich... Wo ist er? Da, die wandel ich mal kurz um. So. Genau, warte mal, das sind jetzt zwei. Das kommt nämlich der da oben rauf. Und hier muss jetzt aber noch einer, ne? Genau, da muss noch einer. So, da geht es jetzt so runter. Jetzt hier eins und zwei. Und einmal darauf. So. Oh, so. Hier ist genauso, auch zwei wieder. Eins, zwei, perfekt. Jetzt hier genauso. Eins, zwei, ein davon, na, so. Und einmal, hui. Zack, das ist eine richtig Akrobatik hier heute. Aber das wird wahrscheinlich geil aussehen. Leider geil wird dann draufstehen, pass auf. Eins, zwei, und jetzt hier, zack. Oh, Leute, das wird ein Angelhaus. Das wird ein richtig geiles Angelhaus. Das weiß ich jetzt schon. Das wird toll werden. So. Und hier brauche ich ja nur ranzuhalten, ne? Genau. Eins und zwei. So, schön. Dann kann ich jetzt hier runtergehen. Ah, hier fehlt jetzt die Leiter noch natürlich, weil wir müssen ja irgendwie wieder runterkommen. So, dann machen wir mal eben die Leiter setzen. Zack, 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 zack. Sehr schön. Das kann weg. So, das Gelumpe, das nehmen wir jetzt mal alles hier, was wir hier verloren haben. Das nehmen wir jetzt einfach mal auf. Ist hier noch irgendwo was? Blub, 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 blub. Ich sehe erstmal nichts. So, das räumen wir weg. Das räumen wir weg. Und das räumen wir erstmal weg. So, jetzt habe ich ja gesagt, jetzt wollen wir ja hier unsere Plattform so ein bisschen aufbauen. Dafür habe ich mir das Zeug hier mitgenommen. Machen wir einmal so würde ich sagen. Ach komm, wir machen einmal rum. Ja, also so erstmal schön da aufbauen. Zack. Und hier. Ja, jetzt könnte man rein theoretisch. Könnte man jetzt auch den hier noch benutzen. So, dann machen wir den da noch ran. Den da ran. Und den da ran. Und so. Genau. Ja, so, den nehmen wir mal kurz weg, den nehmen wir mal kurz weg, den nehmen wir weg, den nehmen wir weg, den nehmen wir weg, den nehmen wir weg. Ne, Entschuldigung, der muss wieder hin. So, zeig mal her, du gehst aber weg, ja. Du gehst weg. So, jetzt haben wir hier erstmal soweit begradigt den ganzen Spaß. Ja, und hier habe ich mir so halt gedacht, so, dass wir hier vielleicht so einen Weg bauen. Jetzt bin ich mir gerade am Überlegen, wie ich das am liebsten haben würde. Und ich glaube auch so ein ganz normaler Weg, der würde sich hier so am besten machen. Allerdings setze ich dann hier nochmal kurz
so einen Absatz dahin. So. Und naja, okay. So würde das dann aussehen. Und dann läuft man halt diesen Weg da so daher lang halt. Rein theoretisch könnte man jetzt auch sagen, dass wir das so machen. Dann würde ich aber hier nochmal kurz Erde hinsetzen. Und den Zaun, wo ist der Zaun? Zaun, da haben wir 6. Das ist jetzt nicht so viel. Zeig mal her. Angenommen, wir würden den jetzt hier ansetzen. 1, 2, 1, 2. Naja gut, da müsste man nochmal einen aufbauen. So, und Fische wollen natürlich auch im Dunkeln was sehen. Deswegen müssen wir natürlich hier auch befackeln. Das ist klar, das müssen wir dann oben auch noch machen. Und hier werde ich sogar auch nochmal eine Fackel setzen hier. Einfach weil ich es kann. Und gut, dann brauchen wir auf jeden Fall nochmal ein bisschen Holz. Aber hier oben ist ja genug Holz. Dann gehen wir mal kurz hier nach oben. Dann fällt einfach mal einen Baum hier. Guck mal, hier sind so viele Bäume hier, die wir gar nicht brauchen eigentlich. Ich gucke mal, ob ich... Da oben, den können wir noch mitnehmen da. Hier, den nehmen wir jetzt mit, komm. Ja, da können wir es auch noch mal kurz ein bisschen... Wir brauchen eh noch mal ein bisschen Holz, weil wir müssen ja unser Dach bauen. So. Das soll ja auch aus, wie gesagt, hier diesen Eichenholz sein. Deswegen brauchen wir eh ein bisschen mehr. Nicht, dass ich noch anfange, jetzt mit Birkenholz hier rum zu experimentieren. Das könnte euch so passen. So. Ja, was haben wir denn noch hier? Schönes hier. Komm, den nehmen wir auch noch mit. Oh, es wird dunkel. Ein bisschen aufpassen, wird dunkel. Das heißt, wir können es jetzt in Sicherheit bringen. Das ist doch kein Problem. Gucke mal, wird sogar schon zum Weg hier. Super. So, ab nach oben. Hier sind wir nämlich relativ safe. Und jetzt ist natürlich die Frage, ja, wie wir das aufbauen wollen, ne? Also, was ist das jetzt hier? Eichenholzstufen. Also, jetzt könnte ich ja sagen, wir bauen jetzt hier erstmal. Dass wir das hier vielleicht so verbinden tun. Ne, so vielleicht. Oh, könnte das gut aussehen? Ich weiß es nicht. Werden wir gleich sehen. Ich verbinde das erstmal. Aus der Luft können wir noch angegriffen werden, weil das ist jetzt natürlich gefährlich. Wir haben gepennt, also... Das heißt, eigentlich dürften jetzt nicht diese Phantome hier ankommen und uns auf den Sack gehen. So. Jetzt habe ich dummerweise nur die Angel vergessen, ne? Jetzt mal gleich mal testen können, ob unser Häuschen auch so... Ja, gut funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Genau. Hier haben wir auf jeden Fall genug Platz jetzt, ne? So, was ist jetzt hier mit diesem Turm hier? Wollen wir das so lassen oder wollen wir den einfach nach oben ziehen? Ich würde ja fast sagen, den können wir sogar nach oben ziehen. So aussieht wie so ein Baumstamm vielleicht. Ich werde das mal hier so nach oben machen. Genau. So, jetzt würde ich sogar schon den nächsten Block, wo ist denn der? Hier hätten wir den. Leute, ich würde sogar sagen, den setze ich... Ich mal her, den da raufsetzen würde. Den würde ich ganz gerne da hinsetzen wollen. Hier nehme ich bewusst ein, zeig mal. So, dann gehe ich nämlich einmal hier rum. Das wird einfacher werden, als ich dachte, ganz ehrlich, Freunde. So. Kann nur sein, dass wir mit der Angel nicht über den Zaun kommen. Das heißt, dann müssten wir noch einen kleinen Steg bauen, so einen kleinen Balkon. Aber auch das sollte möglich sein. So, und zack, sind wir schon fertig hier. So, und den nächsten... Da würde ich fast sagen, dass wir wieder diesen Slab hier dafür benutzen. Also so. Na? So. Hoffentlich kommen wir da noch runter hier. Zack, zack. Ja, du kannst jetzt schon mal weg. Dich brauchen wir nicht mehr. Dann haben wir einen Hilfsblock. Und der letzte. Wow. So, und hier oben. Ja, da können wir jetzt... Was können wir denn da machen? Hier oben, da können wir nochmal so zwei, also wenn ich jetzt noch zwei hätte, guck mal, da haben wir, ne, da können wir ja die hier nehmen, ne? Da können wir die machen da. Pass mal auf, guck mal, wenn ich den jetzt hier setzen würde. Ah, das macht er nicht, ne?
Aber das würde gehen. Kann jetzt da einen hinsetzen. Da einen hinsetzen. So. Naja, haben wir hier ein Dach halt, ne? Ist doch toll. Wie kommen wir jetzt hier runter? Okay, das hat nicht geklappt. Ich wollte hier einen coolen Skill machen, aber es hat nicht geklappt. So, ich hoffe mal nicht, dass die Monster hier die Treppe hochkommen. Ansonsten müssen wir hier halt so eine Tür bauen. So eine Falltür oder sowas. Haben wir mal so eine Falltür? Ja. Fichtenholz-Falltür. Zwei Stück. Guck mal, wenn wir die da nämlich befestigen würden. Ja, dann kommt da kein Monster mehr hoch und wir können ja ganz normal rauf und runter gehen. Super. Ja, der Vorteil ist, dass wir das Ganze jetzt hier natürlich auch beleuchten können. Das ist natürlich super. Feuer machen wir natürlich nochmal hier eben das hier weg, weil das sieht natürlich nicht so schön aus. Ne? Das sieht so ein bisschen so... Deswegen nehmen wir das mal kurz weg. Und hier machen wir jetzt ganz normal unseren Stamm setzen. So. Und gucken mal, dass das nicht so komisch aussieht. Setze ich da oben auch nochmal hin. Ja, das war wieder ein Design hier, ne? Gucken mal. So, und am besten da oben noch so eine Glocke ran, da, ja. So ping, ey. Ich habe so nach dem Motto hier, ja, wir haben Fisch gefangen, dong dong. Habe ich das jetzt an den Stamm ran gemacht oder war ich den ran gemacht? Hier habe ich den ran gemacht. So. Gut. Das ist auf jeden Fall ordentlich hell hier, Freunde. So, jetzt würde mich ja mal, guck mal, hier können wir dann schön, ne? Können wir nicht nur craften, können wir auch gleich den Fisch braten hier, ja? Können wir dann schön irgendwas braten, so. Und hier machen wir einfach ein Schild dran. Oder das mal hier unten dran, das Schild. So, jetzt würde ich nur gerne das mal... Was war das? Haben Sie das gehört? Dass wieder irgendwas passiert? Ich weiß nicht was. Vielleicht sollten Sie doch einen Balkon bauen, Leute. Dass wir da mal runtergucken können. Hallo? Da blubbert er. Da ist er. Der Blubbermann. Hallo, Blubbermann. Ein Ertrunkener. Da wieder rumgeblubbert. Gut, Freunde. Da haben wir doch auf jeden Fall was gerissen hier heute, oder? Ich würde sagen, das hat funktioniert. Wir werden in der nächsten Folge werden wir mal testen, ob das hier auch so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben mit dem Angeln. Ansonsten müssen wir einfach nochmal einen kleinen Steg hier so rausbauen. Ja, dass wir hier das aufmachen und dann einfach nochmal einen ganz, ganz klitzekleinen Steg bauen, so drei breit oder so, dass wir dann da draufstehen und die Angel auswerfen können. Ja, dann müssen wir mal gucken. Und eine kleine Truhe können wir theoretisch hier auch noch schon mal hinbauen. Das ist auch nochmal, das können wir eben mal machen. Das schadet nichts, wenn wir dann noch so eine kleine Truhe haben. Ja, macht sich ja beim Angeln auch immer ganz gut. Guck mal, die stelle ich direkt daneben. Ja, macht sich ja ganz gut an so einer Truhe halt. So, Freunde, das war's gewesen. Ich sage schönen Dank fürs Zuschauen, fürs Interesse und bis zur nächsten Folge. Tschüss!